Hallo liebe Freunde der gepflegten Action-Unterhaltung und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefield 3 Multiplayer. Wir sind hier auf der Karte Großer Bazar und diesmal ist auch wirklich die Karte Großer Bazar. Nicht wie damals fälschlicherweise von mir angedeutet im Let's Rock Battlefield 3, das ja schon ein bisschen länger her ist. So, wir treten wieder als Sturmsalat durch, den Defries engagiert, der Medikit, das Medikit ist auch am Start, AK-47, vielleicht hier sogar mal die DAO-12, um mal ein bisschen was anderes zu zeigen und dann ab die Post rein. Es geht wieder darum, Flaggen zu erobern. Oh, ich glaube, wir sind auf dem französischen Server. Und dann wollen wir doch mal diesen Froschfresser, natürlich nicht böse gemeint, zeigen, wo es lang geht. Wenn ich das denn könnte, zeigen, wo es lang geht, verdammte Hacke. So, es sieht nicht gut aus. Obwohl das Gefecht ziemlich offen noch ist. Wir sind auf Seiten der Russen und kämpfen gegen die Amerikaner, die mit ein paar mehr Tickets da noch rumgeistern. Da vorne wird wieder geballert. Ich renne aber mal hier lang zur Sicherheit. Denn mit dieser DAO-12, der Bumme, die ich gerade hier in der Hand habe, ist nichts mit weiter Ferne. Das ist eher auf die Nähe schön draufpumpen. Halt eben so eine Art Pumpgun. Die pumpen da richtig schöner Schrot raus. Und ich habe die falsche Waffe gewählt. Sehe ich jetzt schon für die Karte. Ich glaube, das war nicht gerade das Optimum, was ich wählen konnte. Und wo sind jetzt hier zur Hölle diese Feinde? Die gottverdammten Penner, die ich hier gerne ausschalten würde. Die netten Mitspieler natürlich. Okidoki, da vorne könnte einer Hilfe gebrauchen beim Flaggenaufhängen. Und ich könnte Hilfe gebrauchen, damit ich hier nicht sterbe. Hier mal schön, Achtung. Ach du Scheiße. Und dann werfe ich im Medikit, statt mich erstmal um den Feind zu kümmern. Und Rondela hat die Sache ausgenutzt, so ein bisschen Rondella mit mir gespielt. Ja, was das auch immer ist. Auf jeden Fall hat er mich erledigt, der Bursche. Aber wir haben diesen Punkt hier erobert und hier kann ich mich schnell noch einloggen. Und dann kann ich mich rächen vielleicht. Mit ein bisschen Glück. Ach scheiße, jetzt habe ich den falschen Punkt erwischt. Hätte ich mich woanders einloggen müssen. Aber jetzt hier können wir dafür in die Karre springen. Mal losdüsen. Auf dem Highway to Hell sind wir gerade sozusagen. Fahren hier mit dieser Schrottmöhre einfach mal dem Typen hinterher. Obwohl, nee, ich glaube, ich steige mal lieber aus. Denn da vorne müssen wir die Flagge holen. Mit der DAO 12 bin ich hier, glaube ich, echt nicht gut beraten. Auch wenn meine Aktion eben einfach so scheiße war. Wir konnten auch die Waffe nichts für. Das war halt echter Humbug. Vielleicht ist hier oben einer am Campen. Ist ja so ein typischer Camper-Point. Campingplatz. So, können wir uns das Ding hier schnappen. Da vorne. Scheiße, ich muss hier echt... Ich bin hier nicht gerade in der besten Deckung am Liegen. Einmal kurz mit dem Kopf nach oben und wieder nach unten. Es ist auf jeden Fall niemand da und ich könnte die Flagge halten. Ich könnte die Flagge halten. Mann, ist das spannend. Ja, Flagge neutralisiert. Immerhin. Kommt schon, Freunde. Da vorne greift mich einer an. Ich muss hier weg. Pams! Voll Blei gepumpt den Sack. Ach. Und dann hat er sich aber... über einen Kollegen bei mir gerecht. Ach, am Campingpoint. Da ist er also. Habe ich es nicht eben noch gesagt? So. Aber es sind noch gute Chancen für uns, hier irgendwie ein bisschen was zu reißen. Auf jeden Fall sollten wir bei Punkt B durchstarten. Das macht mehr Sinn. Das habe ich eben übersehen, habe ich nicht angeklickt und dann bin ich bei dem anderen Punkt durchgestartet. So, jetzt hier mit dem Squad, mit unseren Kollegen. Kommt, Jungs, wir packen das. Oh, Backe. Da fimmelt doch einer tatsächlich hier mit ein paar Granatäpfeln rum. Und der wird wohl eine Granate werfen. Ich wusste es. Aber die ist schlecht geworfen. Die tut mir nichts. Komm schon her. Auf die Nähe ist halt diese Wumme echt prickelnd. Da kann man einfach mal voll drauf. Volle Ends schön hier durchziehen. Was ist denn das hier, bitteschön? Wo kam der denn her? Wo kam der denn angeflogen? Der kleine Flattermann. So, und jetzt aber hier den Markt erobern. Na, komm ruhig hier rüber. Hier ist noch ein bisschen Platz für alle. Fuck you. Der knitzt schon wieder. Mann, 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 der kleine Penner. Der ist da oben immer noch drin, oder? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, auf die Räumlichkeit. Ach cool, mich hat einer wiederbelebt. Das ist aber sehr freundlich gewesen. Vielen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Und vielleicht hier mal ein Medikit hinwerfen. Vielleicht könnte das ja irgendwer nochmal gebrauchen. Hier ist ja eine gute Verschanzungsmethodik, Möglichkeit, Deckung nennt man das, ja.
Und jetzt räuchern wir die Ratten mal aus. Der muss hier irgendwo drin sein, der Sack. Bam, 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 ihr Penner. Ha, den haben wir es gezeigt. Da vorne. Nochmal. Schön. Drei hintereinander. Na, das war doch mal schön. So, weiter geht's. Die Diao 12 gefällt mir. Also auf die Nähe ist die natürlich wirklich ein richtiger Ballermann. Pams! Haha! Aber noch eine erwischt. Schön, einfach mal richtig rein in die Pampe, voll durchgezogen und ein paar Leute umgemurkst. So muss das laufen, Freunde. Ha, mal ein richtiges Erfolgserlebnis hier. Und ihr seid live dabei, Mensch. Haha, DAO 12, ich hoffe, das bleibt dabei. Wie sieht's denn aus mit dem Standing? 5 von 3, eine positive Statistik. Das ist ja schon Sieg genug für mich, auch wenn wir hier verlieren würden. Das wäre ja mal ein Highlight, quasi. Und das mit meinem Rang 4. Und die DAO 12, habe ich erfahren, die kriegt man, glaube ich, über einen DLC. Den hatte ich aber schon automatisch dabei, weil ich ja die Limited Edition für den PC, für Battlefield 3 habe. Und deswegen war das, glaube ich, direkt schon inklusive, diese Wumme. Da bin ich mir nicht sicher. Aber es zeigt halt auch, dass die dann doch schon ein bisschen im Verhältnis zu den anderen Waffen, die man dann doch zu Beginn zur Verfügung hat, overpowered ist. Und da ist ja echt Battlefield 3, muss ich schon ein bisschen sagen, ein bisschen unfair für neue Spieler, die dann doch eigentlich doch durchaus ein Handicap haben, dadurch, dass die nicht diese ganzen geilen, schönen Waffen haben. So. Hier vielleicht mal ein Granatäppelchen rein. Haben wir denn einen parat? Über Bande, die war natürlich nix. Ey, ich komme hier nicht weg. Scheiße, Mann. Ach, dieser Ampelmann. Da wäre ich beinahe draufgegangen. Ich werfe hier mal ein Medikit hin, vielleicht kann es ja einer gebrauchen. Vielleicht kann ich die Typen hier irgendwie umgehen. Geht das nicht hier irgendwie? Ich kenne die Karte auch noch nicht. Bin ich jetzt auch zum ersten Mal am Zocken. Das muss man natürlich, das war ein Freund, dazu erwähnen. So, und hier oben liegen nur Leichen, tote Menschen. Ich bleib bei der DAO. Die hat mir jetzt geholfen. Yippie-pay. Wo ballert der denn in der gute Mann? Ballert hier die Sprengsätze weg oder so? Gut, wir müssen also durch diesen kleinen Durchgang. Das ist wahrscheinlich hier das Nadelöhr in der Karte. Und da haben sich die Jungs aber schon ein bisschen vorgearbeitet. Okay, dann mal weiter. Boah, scheiße. Fuck. Heilige Kacke. Da ballert einer richtig drauf. Mein Gott. Was für ein Feuerwerk. Scheiße, scheiße, scheiße. Können wir hier Medikits, komm, werfen wir auch mal hin. Falls wir eins gebrauchen können. Ich kann Heilung anbieten auch hier. Heilung. Schön, haben wir Punkte dafür bekommen. Das haben mir einige von euch gesagt. Und ich könnte ja auch theoretisch den Defibrillator aktivieren mal. Und dann ein paar Leute hier rausholen, die gerade abkacken zufällig. Oh, 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 da kommt einiges daher geflogen. Naja, ich glaube, braucht gar keine Heilung. Die tummeln sich hier alle auf einem Fleck, also eine Granate und es wäre Geschichte im Schacht hier. Komm, ich balle einfach mal drauf hier. Gucken, was da Schönes ist. Ha! Immerhin Hilfe bei Kill, aber wir wurden auch erwischt. Shitte. Hier kommt noch ein Medipack. So, Squad Spawn ist bei mir. Haben wir noch eine Granate? Haben wir nicht. Können wir ein bisschen bessere Aufrüstung gebrauchen. Boah. Heilige Scheiße, Mann. Hier, noch mehr Medikits. Noch mehr Medikits für euch, Freunde. Wir halten hier die Stellung. Der Penner kam noch. Wo kam der her? Ich bin alleine. Okay, jetzt beginnt der Tanz. Kommt schon, Jungs, kommt schon. Ich brauche hier Verstärkung dringend. Pam! Verstecke mich hier hinter. Ein bisschen Glück sieht mich ja keiner, während ich nachlade. Pams! Dann kommt mal her, ihr Dreckschweine. Ich schrote euch sowas von weg. Hier noch ein bisschen Health Kicks. Ja, ja, ich muss hier leider gerade ein bisschen campen, weil wenn ich jetzt da vorne hinrenne, werde ich sowas von dezimiert. Ach, so ungefähr.
Ja, der hatte mich eben gesehen, den habe ich eben auf dem Gewissen gehabt. Der hat da seinen Racheakt gestartet. Wie sieht's denn mit dem Standing aus? 7 Kills, 3 Gegenkills. Nicht so viele Punkte geholt, weil ich leider Gottes, nicht so viele Flaggen erobern konnte oder so. Wir sind ja da auch kaum vorwärts gekommen. Aber wenigstens habe ich das mit den Medikits jetzt mal gereilt, dass ich damit auch meine Homies unterstützen sollte. Und ich hätte ja eigentlich auch mal eben welche wiederbeleben können. Das habe ich aber natürlich verplant. Das sind Feinde da hinten gewesen, die da lang streuen. Und es ist natürlich echt ein Nachteil, wenn du die Karte nicht kennst, wenn du die ganzen Schlupflöcher nicht kennst und nicht die ganzen hier, diese ganzen schönen Ecken, wo man sich dann auch mal so ein bisschen kurz ausruhen könnte. Das ist ein Freund. So, ach, der hat mich eben schon umgenockt. Sehr, sehr unfreundlich von dem Kerl. Und er steht da am Marktplatz und ist kurz davor, den zu erobern. Nee, der hat den schon erobert. Der gehört mittlerweile den Amis. Ach, Mann, Jungs. Dann mal zum Platz, den wir ohnen. So, jetzt gucke ich mir mal gerade die Karte an hier. Sorry, muss leider sein. Okay, Punkt B gehört wieder uns. Und dann mal wieder Angriff. Die Amis sind dennoch im Vorteil, leider Gottes. Und wir kommen nicht richtig vorwärts. Okay, Punkt B wird umkämpft. Da könnte noch einer sein, theoretisch. Kein Feind, kein Feind. Okidoki. Ja, Freunde, fuck. Da, fuck, der Drecksack. Ich muss zurück. Ganz schnell hier, mal ein paar Medikits hinwerfen. Oh, Backe, warte, den hole ich zurück, genau. Ach, den hat ein anderer zuvor zurückgeholt. Hier noch ein paar Medikits für euch, Freunde. Falls ihr die gebrauchen könnt, theoretisch. Und dann mal schön rein hier. Komm, Angriff, hilft doch alles nichts. Der wäre Geschichte. Und da drüben steht doch noch so ein Drecksack. Pam! Alter! Alter, nee! Scheiße! Komm schon! Die Waffe muss nachladen. Shit, das war natürlich super schlecht. Eigentlich soll man dann ja immer schnell auf die Pistole wechseln, weil auf die Pistole wechseln, weiß man ja als alter Call of Duty-Spieler, geht immer schneller als nachladen, aber da war ich gerade zu vermaledeit. Aber Kollegen haben mich zurückgeholt. Sehr schön. Danke, Jungs. Ja, Medikits habe ich parat. So, jetzt mal nachladen erstmal hier. Wir könnten mal einen Versorger gebrauchen. Die Muni geht mir langsam auch aus. Das ist nicht so cool. Ich lasse hier mal ein paar Medikits. Vielleicht heilt sich ja jemand dran. Vielleicht heilt sich ja jemand dran auf. Okay, dann mal durch zum Markt. Den müssen wir holen. Aber jetzt sind da wieder welche im Gang. Ich finde die Karte geil. Macht Spaß. Boah. Medikits. Komm. Vielleicht über Bande. Pams! Kopftreffer. Ey, das bin nur ich, Freund. Scheiße. Ach. Da hätte ich wieder nachladen müssen. Aber hat jetzt auch nur noch wenig Schuss. Und jetzt bin ich halt mal gestorben. Kann ja auch mal passieren. 9 Kills, 5 Gegenkills. Eine Statistik, mit der ich absolut leben kann. Ach, mich hat einer wiederbelebt. Wie nett von dir. Jetzt habe ich aber immer noch nicht mehr Munition. Da könnte mal echt einer kommen, der jetzt hier Munition organisiert. Versorgungsdepot wäre jetzt nicht verkehrt. Ich lege hier doch auch die ganze Zeit Medikits hin. Okay, jetzt muss ich echt sparsam umgeben. Mir dann am besten die Waffe des Feindes schnappen. Granate habe ich leider auch nicht mehr im Petto. Boah, ich kann hier gar nicht rumgehen. Wenn ich jetzt hier einmal rumrenne, bin ich sofort platt. Ich muss hier warten. Und die Stellung halten irgendwie. Scheiße, Mann, scheiße. Genau, sag ich doch. Oh! Boah, die war knapp. So, jetzt hier, unsere Flagge aufhängen. Das ist doch die feindliche. Was soll der Scheiß? Das ist die Ami-Flagge. Wo sind die? Wie kann es sein, dass hier mehr Amerikaner sind als Russen? Alter. Nur noch eine Kugel. Das war's jetzt für mich. Ich muss hier weiter. Ich muss mir irgendwie die Knarre schnappen. Zack. Ja, habe ich wenigstens eine Wumme. Ist ja schon mal was. So, und damit geht's jetzt weiter.
Geh ja durch, querfeld ein, aber Medipixeln werfen. Ach cool, ist ja nicht schlecht hier. Guck mal. Guck mal, was ich hier für euch hab. Bams! Meine Fresse, hier muss doch irgendwo noch ein Ami sein. Bams! Keine Muni mehr dafür. Komm schon. Ah, das ist ein Freund, okay. Da macht doch nicht so einen Scheiß, Mann. Oh, Rondella. Da hat er mich gekriegt. Da hat er mich gekriegt. Oh, und da hat er mich schon wieder bekommen. Was sollte das denn bitte? Ich war doch noch gar nicht bereit. Da hilft das lange Grübeln auch nichts, woran das jetzt lag. Auf jeden Fall recht fix wieder ins Jenseits befördert worden. Ist nicht schön, ist alles andere als schön, ist sogar weniger schön als schön. Und ich find's echt nicht schön. Ach, und da bin ich gerade kurz in den Desktop zurückgeflogen. Jetzt aber wieder zurück hier mit der vollen Ladung Action bei Battlefield 3. Ich glaube, da wird nicht mehr viel rauszuholen sein. Aber was willst du machen, ne? Was will man machen? So ist das nun mal hier im Geschäft bei Battlefield 3. 34 Leben haben wir nur noch. Da vorne gurkt noch einer rum. Ich betreibe hier eigentlich nur das Zeug weiter, was ich eben angefangen habe. Hier nochmal kurz die Statistiken auf einen Blick. Ach, scheiße, hätte ich mir besser später angeschaut. Da wäre ich jetzt hier nicht abgekackt. Und 34 Tickets für die Russen ist alles, was noch bleibt. Das ist jetzt nicht gerade eine Menge, auf der man sich irgendwie ausruhen könnte, sich gemütlich machen oder so. Nee, es wird nochmal richtig hart. Und die Amis, die haben zugelegt. Die Karte finde ich wirklich ganz gut und die DAO 12 ist mir auch ein bisschen ans Herz gewachsen, auch wenn das natürlich viele Glückskills auch irgendwie waren. Nur gilt es hier immer noch tierisch aufzupassen. Da vorne war ein Feind. Das sind doch gleich mehrere Feinde. Ha! Scheiße, er wurde von wem anderen das erledigt. Ich habe den voll verfehlt, voll schlecht geschossen. Ist natürlich auch nicht gerade das Beste mit so einem Schrotding. Aber wir haben Punkte gut gemacht. Die Amis sterben gerade hier, wie die Karnickel. Au, 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 au. Na kommt schon, Jungs, da können wir mehr rausholen. Da können wir doch mehr rausholen, Freunde. Granate erstmal hier, vielleicht sowas rausholen. Wo können wir denn eigentlich hier lang? Ich kenne die Karte, wie gesagt, noch gar nicht. Und es läuft nicht gerade bombastisch, aber es läuft okiesenbesen. Alles tutti frutti. Falls die Serie noch irgendwer kennt. Das war ja damals was? So eine erste Nacktszenen-Serie auf RTL. Auf dem RTL. Ach du Schitte. Fuck you. Da habe ich den verfehlt? Wie konnte ich den mit einer Schrot verfehlen? Auf die Nähe, das gibt's doch gar nicht. Zimmert der mich einfach mal weg, der Drecksack. So, Punkt B können wir theoretisch nicht mehr einsteigen. Da müssen wir wohl beim Markt durchstarten. Nochmal beim Markt hier rumrennen. So, jetzt hier runter. Rubbel die Katz. Schmitze, Schmatz hier. Childcare. Nur noch 4 Tickets über. Ich glaube nicht, dass ich hier... ja, danke, ich würde hier gerne rüber. Ich glaube nicht, dass ich hier noch viel ausrichten kann heute. Oh ja, ich glaube, da kann ich gar nicht viel ausrichten mehr. Das wird richtig, richtig fies jetzt. Ich glaube, das wird ein Ende haben. Ich hoffe, ich bin nicht das letzte Ticket. Aber ich glaube nicht. Mensch, der hält sich lange, der letzte Bursche. Dein Team hat verloren. Naja. Die Statistik ist nicht gerade atemberaubend. Wir haben verloren, leider Gottes. Loser, sagen jetzt einige von euch. Ja, ich weiß. Punkte haben wir auf jeden Fall gut gemacht hier bei der ganzen Aktion. Shotgun Ribbon haben wir gekriegt, Conquest Ribbon haben wir gekriegt, ein paar andere kleine Sachen und natürlich auch ein paar Erfahrungspunkte. Ich bin also zufrieden. Für immer beste Freunde, die Aufträge schreiten auch weiter fort. Unser Team leider hat's verloren, aber man kann ja auch nicht immer gewinnen. Und ich fand das eigentlich recht spaßig hier, den Server. Ich bleibe jetzt nochmal hier. Und dann schauen wir mal, was dann in der nächsten Folge so abgehen wird. Wir sehen uns. Bis dann, Freunde.